Lisa ist sicherlich sehr, sehr zielstrebig. Was sie sich in den Kopf setzt, das versucht sie auch umzusetzen. Sie ist auch fleißig und ehrgeizig. Und ich denke, sie arbeitet auf gesetzte Ziele ganz gezielt hin, auch mit sehr viel eigenem Engagement und Einsatz. Und wenn sie es erreicht, freut sie sich natürlich auch darüber. In den vergangenen Wochen gehörten die Schlagzeilen in den Südtiroler Medien im alpinen Skisport Lisa Ager. Kein Wunder feierte die 20-jährige Nauderserin im Europacup eine unglaubliche Serie von 7 Siegen in Folge. Ich bin mehr als zufrieden, wie die Saison gegangen ist. Ich habe mir selber nicht gedacht, dass es nachher so gut geht, überhaupt in Europacup, weil es nicht geplant gewesen ist, so viel in Europacup zu gehen. Und ja, erstens das und zweitens auch, wie es im Weltcup noch bis im Endeffekt gelaufen ist, kann ich schon sagen, mehr als zufrieden. Vor allem die Tatsache, dass Agerer in 3 komplett unterschiedlichen Disziplinen auf das höchste Siegertreppchen fuhr, lobten ihre Trainer. Das ist für mich selber eine Bestätigung, dass wir gut gearbeitet haben im Sommer durch, obwohl ich nicht unbedingt mit Super Ski und Abfahrt viel zu tun gehabt habe. Sage ich, hat es für mich selber war so genug, um zu sagen, dass ich in Super Ski und Abfahrt auch gut fahren kann. Ja. Und ein, ja, vielleicht für die Zukunft sagt, dass man wieder auf die Straße zurückkehren kann, auf die Straße der Polyvalenza. Und ja, ich hoffe, dass ich einen Weltcup Super Ski und Abfahrt sagen kann, was ich drauf habe. Eine Erklärung für ihre sagenhafte Siegesserie hat Agerer aber auch Wochen danach noch nicht finden können. Wenn es läuft, dann läuft es. Dann kriegt man auch nicht mehr mit, was man richtig macht oder was man nicht vielleicht so ganz richtig macht. Aber ich sage, wenn es geht, dann denkt man nicht nach. Und wenn man nicht nachdenkt, dann ist man meistens schnell. Das ist meine einzige Erklärung. Jetzt mit ein bisschen Abstand, einen Monat später, habe ich wieder Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Und ja, ich sage, ich bin gut Ski gefahren das ganze Jahr. Es hat einfach teilweise auch ein bisschen das Glück gefehlt. Und heuer noch, jetzt mit den 7 Siegen hintereinander, ist das alles zurückgekommen. Und ich sage, das hat alles zusammengepasst, ja. Doch nicht nur im Europacup lief es für Agerer rund. Mit dem 7. Platz beim Riesentorlauf in Are feierte sie das beste Weltcup-Ergebnis in ihrer jungen Karriere. Und bei den Italienmeisterschaften konnte Agerer bei 3 Starts ebenso viele Medaillen einheimsen. Edelmetall gab es in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und im Riesentorlauf. Ist Lisa Agerer vielleicht sogar enttäuscht, dass die Saison nun zu Ende ist? Traurig ist man nicht, vor allem weil die Saison ziemlich lang dauert und ziemlich intensiv ist. Ich sage, ich hätte ruhig noch ein bisschen weitermachen können. Überhaupt, wenn man den Lauf noch kriegt, dann geht es einfach. Aber nein, ich sage, ich bin mit dem zufrieden, was ich gezeigt habe. Und ich hoffe, nächstes Jahr noch mehr zeigen zu können. Obwohl Lisa Agerer in der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf Erfolge feierte, bleibt der Riesentorlauf ihre Lieblingsdisziplin. Mein Riesentorlauf, man muss komplett sein. Ich sage, es ist eine technische Disziplin. Es ist eine Disziplin, wo man einfach sagen muss, dass man dichter mit der Geschwindigkeit auch umgehen kann. Und ich sage, der Riesentorlauf, es braucht einfach einen Haufen Training. Die Abstimmung muss passen. Da sind so viele Leute, die an der Weltspitze mitfahren. Und wenn man zusammen vorne dabei sein kann, dann weiß man, dass man zu den Besten gehört. Hinter den Erfolgen von Lisa Agerer steckt sehr viel harte Arbeit. Wer das mindestens genauso gut weiß wie Lisa selbst, ist ihr Vater Gerd. Man ist halt miteinander immer unterwegs gewesen, sowohl beim Training als auch bei den Rennen. Und vor allem natürlich am Wochenende musste die ganze Familie zusammenhalten mit 2 Töchtern, die im Rennlauf tätig sind. Man musste sich auch teilweise trennen, dass die Mama mit der Julia zum Beispiel gefahren ist und dass ich mit der Lisa unterwegs war. Immer früh aufstehen am Wochenende, früher als wie beim normalen Arbeitsalltag. Und ja, so hat man halt dann Jahre für Jahre, 3, 4, 5 Jahre hintereinander hat man das durchgemacht. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Man hat viele, viele Leute kennengelernt. Und es hat auch die ganze Familie irgendwie zusammengeschweißt, weil man war ja praktisch 24 Stunden immer zusammen. Zwar stehen für Lisa nun keine Wettkämpfe mehr an, doch zu tun gibt es für die 20-jährige Finchkerin auch in den kommenden Wochen noch zur Genüge. Wir haben gerade erst gestern erfahren, dass wir 4 Tage bei mir daheim machen. Die ganze Mannschaft kommt nach Nauders. Und ja, ich freue mich jetzt darauf, die neuen Ski zu probieren und mal schauen, wie das funktioniert und was auch ausschaut mit den neuen Ski, ob sie wirklich schneller sind oder ob das alles allein noch einmal von den Athleten war. Und ja, ein bisschen Arbeit, wie ich es gesagt habe, für die nächste Saison schon leisten, ein bisschen Vorarbeit leisten und einfach schauen, sich so gut wie möglich auf nächstes Jahr einzustellen. Wenn die Sager weiter so hart arbeitet, verletzungsfrei bleibt und sie auch das nötige Quäntchen Glück haben wird, dann könnte sie auch im Weltcup noch eine steile Karriere vor sich haben.